Hallo, herzlich willkommen. Ein neues Video, diesmal über den Import eines CAD-Modells in Cinema 4D. Wenn man sich mit dem Texturieren befasst, ich habe hier sozusagen einen ersten Arbeitsschritt meines E-Books über V-Ray, also wie ich sozusagen ein CAD-Modell mit V-Ray texturiere und rendere. Und da hatte ich halt ein bisschen Arbeit beim Import des CAD-Modells, eine typische Arbeit, eine Aufräumarbeit, wenn man noch nicht besonders strukturiert im CAD-Modell gearbeitet hat. Egal wie, man muss immer ein bisschen Ordnung schaffen und ich will Ihnen jetzt einfach mal zeigen, wie das so grundsätzlich geht. Also da kriege ich immer wieder so viele Fragen gestellt, wie das jetzt eigentlich ordentlich läuft. Und es gibt ja in meinem zweiten Cinema 4D-Buch Tipps und Tricks, gibt es auch ein Kapitel Aufräumen im CAD-Chaos. Das ist das eine. Und dann gibt es noch ein anderes. Wie kann man eigentlich nach Materialtags die Objekte hier auswählen im Objektmanager, sodass man sie vielleicht anders strukturieren kann? Also, ich mache Ihnen das jetzt einfach nochmal alles zusammen hier im Video vor. Nur ganz kurz: Die Putzfassade ist hier also schon fertig. Und was ich Ihnen aber zeigen will, ist, dass ich hier im Objektemanager einen Ordner habe, ein Nullobjekt. Und dieses Nullobjekt enthält jetzt alle Bauteile meines Modells. Und zwar im Grunde genommen so sortiert, dass jedes Element aus all den Bauteilen besteht, die das gleiche Material bekommen. Da bin ich also noch nicht fertig, aber Sie sehen schon, ich habe jetzt hier ein Element, das heißt Lackweiß, das sind dann diese Fensterrahmen hier. Ich habe Putzweiß, das ist vor allen Dingen die ganze Außenfassade. Es ist also genau so richtig, dass sie sozusagen alles das, was das gleiche Material bekommen soll, zu einem Element macht. Also wenn ich das mal kurz hier ausblende und nur das Glas einblende, dann sehen Sie, das ganz undeutlich im Moment, dass alle Glasflächen zusammen ein Objekt im Objektemanager darstellen. Und das ist das Ziel, was Sie erreichen sollten im Normalfall, dass Sie nämlich auf diese Weise am wenigsten Arbeit haben und den maximalen Überblick behalten. Jetzt kommt das natürlich niemals so an, schon gar nicht mit diesem Namen. Das heißt immer irgendwie anders und meistens ist es ein bisschen chaotischer und Sie müssen dann einfach Ordnung schaffen. Ich gehe mal in das CAD-Programm, mit dem ich gearbeitet habe, SketchUp, und Sie sehen, dass dieses Haus vor allen Dingen aus lauter verschiedenen Farben besteht. Das sind dann Materialien. Ich habe also jedem Objekt sozusagen, also jedem Bauteil, das gleich sein soll, habe ich ein einheitliches Material verpasst. Die Fensterflächen haben so ein Material, die Fensterrahmen, wenn man näher ranzoomen würde. Die Außenfläche ist pink, das ist natürlich hässlich, aber darum geht es gar nicht. Der Sockel hat ein helles Grau, die Bodenfläche ist grün etc. Also das ist sozusagen die Differenzierung, die ich vorgenommen habe. Die noch bessere und ordentlichere Struktur wäre, diese Bauteile auf Ebenen zu verteilen. Das ist in diesem ersten Schritt noch nicht passiert. Ich habe hier also nur wenig Elemente und ich habe mich damit begnügt, die sozusagen über Materialien zu differenzieren. Wenn Sie jetzt das Ganze exportieren, 3D-Modell, und Sie hätten gerne, dass diese Kameraposition auch dabei ist, ups, also die Kamera, die sozusagen hier schon im Einsatz ist bei SketchUp, die mir gefällt, dann nehmen Sie das 3DS-Format, das ist ein gutes Format. Sie können auch andere Formate nehmen, da sehen Sie alle AutoCAD-Formate, OBJ von Wavefront, Collada etc. Aber das 3DS ist wie gesagt ganz gut. Und jetzt klicke ich mal kurz auf Optionen. Und da sehen Sie schon, exportieren nach Material. Es gibt auch die Möglichkeit, nach Layern zu sortieren. Aber die habe ich ja wie gesagt noch nicht benutzt, deswegen nach Material. Das ist also richtig. Das ist alles irgendwie unwichtig. Kameras aus Szenen generieren ist gut. Und Modelleinheiten ist auch dann gut, wenn Sie richtige Einheiten benutzt haben. Ich habe in diesem Fall Meter benutzt, deswegen brauche ich auch nicht Meter zu nehmen. Modelleinheiten reicht völlig. Das heißt, das Modell wird schon mal im richtigen Maßstab, nämlich 1 zu 1 exportiert. Okay, ich gebe dem Ganzen einen Namen. Test. Ja, da hatte ich schon mal eins, das muss ich jetzt ersetzen. Und jetzt arbeitet SketchUp so ein bisschen, um das zu exportieren. Ich gehe schon mal zu Cinema 4D und mache eine neue Datei auf. Und ganz wichtig, in Cinema 4D 12 und 13, Sie haben echte Einheiten. Das heißt, Sie achten bitte darauf, dass hier steht Projekt skalieren 1 Zentimeter. Das ist die Voreinstellung. Wenn Sie das so lassen, ist alles Paletti. Wenn Sie das Objekt jetzt oder die Exportdatei hinzuladen. Ich warte noch, bis er hier fertig ist. Ich gehe noch mal ganz kurz zu SketchUp. Und SketchUp vermeldet stolz, wie viele Elemente es verarbeitet hat. Das ist auch schön. Und jetzt gehen wir zurück zu Cinema. Und über den Befehl hinzuladen kommt jetzt diese Datei in unsere Szene rein. Eine kleine Zwischenfrage: Faktor 1 Meter ist richtig. Okay. Da kann man sich auch vertun. Und die Maßstabsfrage ist durchaus etwas, wo man Fehler machen kann. Da muss man einfach ein bisschen Geduld haben und das ausprobieren. Am besten mit einem Probeobjekt und so weiter. Und dann klappt es schon. Jetzt sehen wir erstmal, dass also hier dieses Objekt genauso da reinkommt, also mehr oder weniger. Ja, ich habe hier einen Haufen Kram im Objektemanager. Es gibt genau eine Kamera, die der entspricht, die ich da gerade bei SketchUp hatte. Wenn ich die mal anklicke, dann sehe ich das auch in dieser Form.
Alle anderen Kameras und alle anderen Zielobjekte dieser Kameras kann ich löschen. Ich wähle mal alles aus. Ich hatte in SketchUp noch mehr Ansichten gespeichert, deswegen sind die jetzt mitgekommen. Aber die brauche ich halt alle nicht, deswegen weg damit. Das Zielobjekt, das Ausrichten, Expression, brauche ich auch nicht. Die Kamera ist ja okay so, das heißt, ich lasse die jetzt so. Die nenne ich noch um in Kamera. Perspektiv klingt so ein bisschen komisch. Und jetzt habe ich hier das Modell. Und das Modell ist ein bisschen merkwürdig sortiert und das ist jetzt genau der typische Fall. Ich muss also tatsächlich ein bisschen aufräumen. Ich kann mich darauf verlassen, dass alle Elemente mit der gleichen Farbe auch schon mal so exportiert worden sind. Sie können das hier zum Beispiel mal aufklappen. Da sehen Sie, die ganzen Fensterflächen sind offenbar zurzeit noch einzeln, haben dieses blaue Material. Und jetzt geht es ans Zusammenfassen des Ganzen. So, das läuft jetzt so, dass ich am Beispiel dieses blauen Materials das einmal explizit zeige. Ich klicke mit der rechten Maustaste auf dieses Material und dann gibt es einen Befehl, ganz wichtig, Textur-Tags, Objekte selektieren. Ja? Damit werden nämlich im Objekte-Manager jetzt alle Objekte selektiert oder ausgewählt, die dieses Material zugewiesen haben. Das kann man hier auch sehen, wenn man hier weiter runtergehen würde, dann merkt man auch, dass die anderen nicht ausgewählt werden. Ist also alles zu unserer Zufriedenheit. Ich klicke jetzt hier auf Objekte und wähle den Befehl verbinden und löschen. Das heißt, die werden jetzt zu einem Objekt zusammengefasst. Das ist jetzt genau das, was ich mit allen Materialien mache. Ich wähle also alles aus. Manchmal öffnet sich der Materialeditor, wenn ich ungeschickt geklickt habe, und dann verbinden und löschen. Wenn man sowas öfters macht, kann man sich auch einen Kurzbefehl anlegen. Oder, wenn man das kann, ein Skript schreiben. Ich kann das nicht, deswegen mache ich das jetzt auch nicht. Textur-Tags, Objekte selektieren, weg mit dir. Und da gibt es wahrscheinlich nur eins. Sie sehen das dann daran, dass der Befehl Objekte verbinden und löschen gar nicht verfügbar ist. Einfach immer gucken. Und auf diese Weise wird Ihr, da ist auch nicht, wird Ihr Objekt, Ihr Objektbaum, Ihre Objektstruktur sozusagen verkleinert. Da gibt es eine ganze Menge, was nicht. Beim Holz ist es jetzt wahrscheinlich wieder so, dass da eine ganze Menge Objekte da sind. Das passiert dann alles intern in diesen Ordnern. Man sieht dann hier, dass der so ein bisschen gehighlightet ist. Braucht man gar nicht nachgucken, kann man sich darauf verlassen, dass es funktioniert und fertig. So, hier auch noch. So, und jetzt bin ich fast durch. Beim grünen Material schätze ich mal, dass da auch nur eins ist, aber egal, ich gucke nach. Tatsächlich ist es nur eins, also alles in Ordnung. So, jetzt wähle ich einfach alles mal aus hier. Alle Gruppen und Untergruppen werden ausgewertet und es gibt einen Befehl unter Objekte, der heißt Objektgruppe auflösen. Das heißt, ich bekomme jetzt sozusagen eine abgeflachte Fassung des Ganzen. Ich habe offensichtlich hier noch ein Objekt nicht erwischt. Das war diese Farbe hier, wenn ich das richtig sehe. Ja, da habe ich also eben was übersehen. Verbinden und löschen. So. Jetzt habe ich nur noch Objekte, die ein Material haben und Objekte, die komischerweise kein Material haben. Das sind dann auch eigentlich gar keine Objekte. Ich weiß es schon, weil ich es ausprobiert habe. Also alles das, was kein Material hat, das gibt es eigentlich gar nicht. Da hat also SketchUp beim Export irgendwelche Objekte mit der Dimension 0 produziert, nach irgendwelchen Kriterien. Aber da ich jetzt diese Objektgruppen alle aufgelöst habe, habe ich jetzt eine Übersicht. Ich habe jetzt Elemente mit Material, echte Elemente, und ich habe Elemente ohne Material, die können gelöscht werden. Die wähle ich jetzt einfach alle aus und mit der gedrückten Command- oder Steuerungstaste und mit der Löschtaste verschwinden die Dinger. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen durcheinander mit diesen Tags. Ich habe UVW-Tags und FONG-Tags, die brauche ich alle nicht. Also wähle ich die mal aus. Es ist ganz gut, wenn Sie sich mit dieser Art Handarbeit anfreunden. Es kann ein bisschen weniger geben, wenn Sie mit Layern arbeiten. Es ist aber eigentlich ja auch gar nicht schlimm, wenn Sie verstehen, was Sie da tun. Ein bisschen Arbeit hat man halt. Und ob das jetzt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger ist, ist egal. Sie müssen einfach testen, welches Exportformat Ihnen wenigstens die Möglichkeit gibt, diese Objekte nach Materialvergabe zu sortieren. Es gibt nämlich auch Formate, die schmeißen dann alles zusammen. Also da muss man wirklich ein bisschen rumprobieren. Das 3DS-Format hatte jetzt, wie gesagt, muss ich nochmal sagen, den Vorteil, dass die Kamera schon mitkommt, die ich im CAD-Programm benutzt habe. Ansonsten ist das OBJ-Format von Wavefront halt auch sehr gut. So, jetzt geht's weiter. Jetzt möchte ich gerne wissen, was das für Elemente sind und möchte die umbenennen und möchte vielleicht auch ein bisschen Fehler, die ich in SketchUp gemacht haben könnte. Ich weiß, dass ich welche gemacht habe,
beheben. Ich habe zum Beispiel, wenn man sich mal die Kamera hier, wenn man die mal kurz abwählt, dann sieht man schon, dass die Laibungsflächen nicht pink sind. Ja? Das heißt, da ist also irgendwas schiefgelaufen, die sollten aber auch pink sein, weil sie natürlich später auch eine Putzoberfläche tragen. Es gibt noch einen anderen Fehler, der steckt irgendwo da hinten. Also jedenfalls mache ich das jetzt so, ich wähle alle Objekte aus und mit Alt-G werden die gruppiert. Und mit dieser Gruppierung habe ich die Möglichkeit, die alle einzeln einzublenden und anzugucken. Ich mache also die ganze Gruppe erstmal unsichtbar, scroll ein bisschen raus. Und jetzt gebe ich jedem einzelnen Objekt mit dem grünen Punkt die Möglichkeit, dass ich sehen kann. Ich sehe jetzt also hier die ganzen Laibungsflächen, das ist ja schon mal sehr schön. Ich sehe aber auch hier Flächen, die gar nicht zu Laibungsflächen gehören, sondern die diese weißen Lackflächen sind, die zum Fenster gehören. Ich muss jetzt also hier schon mal ein bisschen aufräumen. Die Laibungsflächen müssten verbunden werden mit dem pinkfarbenen Objekt, was nämlich meine Fassade darstellt. Und diese Lackteile hier müssten bleiben dann übrig sozusagen als einzelstehende Objekte. Ich muss jetzt also, irgendwas von den beiden muss ich jetzt abtrennen. Was kann ich jetzt leichter auswählen? Am leichtesten auswählen kann ich diese beiden Dinger hier. Ich drehe das Ganze mal in eine, übrigens sehen Sie hier immer dieses Kreuzchen, was Cinema 4D als Mittelpunkt der Drehung in Version 13 anbietet. Sehr schön. Ich bringe das Ganze jetzt mal in eine relative Ansicht hier und dann nehme ich mal mein Rechteckauswahlwerkzeug, klicke dieses Objekt kurz an, Polygonmodus. Und jetzt gehe ich hier mal so ganz vorsichtig über das Ding drüber. Ich schaue mal, wenn ich das Auswahlwerkzeug angeklickt habe, habe ich ja hier die Option tolerante Option. Nur sichtbare nehme ich nicht. Ich möchte gerne alles erwischen. Halt, ich will mich nicht drehen. Hey, hörst du wohl auf? Aus irgendeinem Grunde will er sich gerade die ganze Zeit drehen. Ich klicke mal hier so ein bisschen rum. Jetzt müsste es. Na. Mein Cinema spinnt gerade, es will sich ständig drehen. Jetzt reicht es aber hier. Ah ja. So. Jetzt habe ich hoffentlich nur diesen Rahmen ausgewählt. Ich drücke noch die Shift-Taste und mache das hier auch. Ganz vorsichtig, dass Sie nicht diese Randflächen auswählen. Jetzt muss man sich mal so ein bisschen drehen und gucken. Da ist also alles so, wie es sein soll. Und hier ist es auch so. Sie können das auch gleich sehen. Jetzt kommt der Befehl, Rechtsklick abtrennen. Und jetzt landet hier ein weiteres Mesh 77.1 Element in der Szene. Das ist jetzt der abgetrennte Teil, den ich da habe. Und wenn ich und im Original Mesh 77.1 habe ich aber auch noch diese Dinger ausgewählt. Jetzt drücke ich die Löschtaste. Und offensichtlich ist das jetzt weg. Und wenn ich dieses kopierte Mesh 77.1 jetzt mal unsichtbar schalte, dann sehe ich, dass meine Laibungsflächen noch da sind und offenbar dieses Mesh 77.1 meine abgelösten Rahmenflächen sind, die dann eine weiße Lackfarbe haben sollen. Das ist ja schon mal ganz gut. Ich blende die mal eben ein, nur zur Sicherheit, da sind sie also und ich nenne das jetzt schon mal Lackweiß. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob die bei dem Hausmaler überhaupt weiß sind, aber in einem Foto sind sie weiß, deswegen bleibt es jetzt erstmal dabei. Die blende ich jetzt aber auch wieder aus. Und das hier war ja jetzt ein Teil meiner Außenfassade. Ja? Das heißt, ich muss das mit der Außenfassade verbinden, die ja offensichtlich das hier ist, damit das später ein einheitliches Material bekommt. Also ich habe sozusagen zwei Objekte, die eigentlich eins sein sollten. So, und was mache ich? Ich wähle die einfach beide aus mit gedrückter Command- oder Steuerungstaste und klicke rechts Objekte verbinden und löschen. Zack. So, und jetzt entsteht hier so ein Kuddelmuddel, weil das waren vorher zwei Objekte mit zwei Materialien. Es bleiben beide Materialien und es gibt Selektionstags, die sozusagen festlegen, auf welchen Teilflächen das eine Material und auf welchen das andere ist. Das kann man immer hier sehen. Polygonauswahl 1, Polygonauswahl 2. Und wenn Sie das Materialtag, das pinkfarbene zum Beispiel, mal anklicken, dann sehen Sie, dass hier in der Tag-Beschreibung steht, dass es dieses Material nur auf eine Selektion wirkt, auf eine Auswahl, Polygonauswahl 1. Also das muss man jetzt sozusagen alles löschen. Ich lasse mal diese weiße Farbe hier. Dann brauche ich das Pink mir nicht länger anzugucken. Ich lösche also das Pink weg und diese Selektionstags. Und dann zusätzlich muss ich jetzt dieses Material-Tag nochmal anklicken und die Selektion aufheben. Das soll also nicht auf irgendeine nicht mehr vorhandene Selektion wirken, sondern gar nicht aufs alles eben. Und jetzt ist das sozusagen überall weiß. Ja?
Ich habe jetzt also hier ein Problem gelöst, was darin bestand, dass ich bei der Strukturierung in SketchUp nicht so sorgfältig war. So, diese Fläche da unten ist eigentlich überflüssig, aber das soll mir jetzt egal sein. Ich habe jetzt also hier alles das, was später eine Putzfläche sein soll, als Objekt. Ob diese Stufe später auch eine Putzfläche sein soll, ist noch sehr die Frage. Das würde ich jetzt an dieser Stelle mal nicht entscheiden, damit ich Sie jetzt hier nicht zu sehr langweile. Ich benenne das Ganze jetzt noch um in Putzweiß. Und fertig. Ja, ich habe jetzt also sozusagen einen Fehler hier behoben, der darin bestand, dass ich beim Erstellen der Fenster in SketchUp nicht darauf geachtet habe, dass die Laibungsflächen das gleiche Material haben sollen wie die restlichen Fassadenflächen. Okay, jetzt habe ich also Putzweiß, Lackweiß, ist ja schon mal schön. Jetzt mache ich das auch wieder unsichtbar und gehe mal zu dem Blauen. Und da sehe ich, dass ich jetzt hier die Fensterflächen habe. Ja, die anderen sind auch da, keine Angst, die sind also alle da. Und die geistern da jetzt so ein O losgelöst im Raum herum, das ist auch ganz gut so. Es gibt hier unten einen Modellfehler, den ich entdeckt habe. Ich habe hier zwei Scheiben hintereinander. Ich weiß schon, ups, ich weiß schon, dass die vordere die richtige ist und die hintere die falsche. Das ist jetzt aber erstmal kein Thema. Ich nenne also dieses Objekt um in Glas oder Glasflächen, damit ich schon mal weiß, okay, später, wenn ich dann texturiere, sind das alle meine Glasflächen. Alle Glasflächen, wo bemerkt. Und Sie sehen auch, dass es gar nicht wichtig ist, dass die Polygone aneinander hängen. Es ist einfach nur ein Objekt. So. Mission accomplished. Jetzt gehen wir zu dem Grün. Das ist offensichtlich die Grundfläche. Da brauche ich mir keinen Kopf zu machen. Die nenne ich jetzt mal Grundfläche. Ob die später ein einheitliches Material hat oder nicht, wage ich stark zu bezweifeln. Aber das ist jetzt erstmal egal. Jetzt geht es ja ums Prinzip. Dann geht es weiter mit den Holzrahmen. Da sind die Holzrahmen. Und da gibt es auch noch eine Kleinigkeit. Auch da finden wir Reste der weißen Lackrahmen. Also, Herr Sondermann, da muss man noch ein bisschen ordentlicher arbeiten. Auch das wähle ich jetzt noch mal eben aus, weil auch die sollen ja später nicht braun sein, sondern die sollen verbunden sein mit diesem weißen Lack. Also habe ich jetzt das gleiche Problem noch mal. Ich bringe das Ganze in eine Ansicht, die einigermaßen funktioniert zum Auswählen. Jetzt habe ich sie ausgewählt. Sehen Sie, ist alles rot. Wichtig ist dabei, dass der Polygonmodus nach wie vor aktiviert ist. Und jetzt kommt wieder der Befehl abtrennen. Jetzt habe ich hier unter dem eigentlichen Holzrahmenobjekt ein zweites erzeugt. Jetzt lösche ich diese vorhandenen aus dem Mesh 391, wie es bislang heißt. Und wenn ich jetzt das hier ausblende, sehe ich, dass ich also wirklich diese beiden entfernt habe. Das nenne ich jetzt erstmal Holzrahmen. Nicht? Also Sie müssen halt immer irgendeinen sinnvollen Namen vergeben, der Ihnen später die Möglichkeit gibt, sich vorzustellen, um was es da geht. Jetzt sehen Sie schon, ich habe die Dinger hier und die gehören ja eigentlich auch dazu. Und damit das jetzt auch funktioniert, müssen die auch wieder zusammengefasst werden. Die werden beide ausgewählt. Nee, das war hier, Entschuldigung, das war das hier und das. Und dann wieder Objekte verbinden und löschen. Sie sehen schon, dass mittlerweile in der neuesten Version sich fast alle wichtigen Befehle im Kontextmenü befinden. Und auch hier ist es jetzt wieder wichtig, dass man diese ganzen Tags löscht. Das Wichtige lässt man. Front Call. Oh, das sind zufällig gerade die gleichen Materialien. Da muss ich dann später aufpassen. Aber wichtig ist jetzt hier, dass man diese Selektion noch kurz entfernt. Und dann ist das alles wieder gut. Jetzt ist das Thema auch erledigt. Auch da lag also ein Fehler. Jetzt habe ich hier etwas Hellbraunes. Das weiß ich, das sind diese Türleibungen, die später Travertin sein sollen. Da ist alles Paletti. Die werden also Travertin genannt, mal vorläufig. Dann gibt es dies hier. Das sind alle Fensterbänke. Und auch da habe ich einen Fehler gemacht. Wenn ich mal das nächste einblende, sehen Sie, das soll auch eine Fensterbank sein. Die müssen also zusammengefasst werden. Da gibt es überhaupt kein Zweifel, das weiß ich schon. Also verbinden und löschen. Und auch da wieder Tags entfernen und Selektion löschen und gut ist. Ja, jetzt habe ich also alle Fensterbänke, die dann später aus Blech sein werden. Und dann habe ich hier noch etwas, das ist der Sockel. Und den nenne ich auch mal Sockel. Da überlege ich mir noch, welches Material der haben soll. Und das nenne ich mal Metall.
Also das, was man an metallischen Oberflächen auf der Fassade hat. Jetzt heißt es hier gerade Lack Weiß 1, weil ich da eben was verbunden habe und gelöscht habe. Auch das ist, kann man noch beheben. So, das kann auch ruhig Modell heißen und muss nicht Null heißen. Null ist die Bezeichnung für ein Nullobjekt, also für solche Ordner. Und später haben Sie dann mehrere Ordner, die dann alle Null heißen. Das ist unpraktisch, deswegen machen wir das mal nicht. Jetzt kann ich alles wieder einblenden und meine Kamera wieder aktivieren und habe jetzt erst einmal aufgeräumt im CAD-Chaos. Okay, wenn ich jetzt mal rendere, ganz normal, wir haben ja noch kein Global Illumination oder irgendwas hier am Start, dann sehen Sie, dass alles noch da ist und es ist alles schön sortiert. So, wenn Sie in meinem V-Ray-E-Book, werden Sie merken, dass ich mit gezoomten Kameras arbeite. Und zwar deswegen, wenn wir jetzt versuchen, Materialoberflächen hier festzulegen, dann ist es hilfreich, sich an die Stellen auch ranzuzoomen. Das will ich jetzt noch kurz zeigen, weil das gehört auch noch zur Vorbereitung und das lässt sich eigentlich besser im Video zeigen. Das machen Sie dann eben, wenn Sie das E-Book durcharbeiten, ja auch, aber das wird dann halt nur kurz beschrieben, weil ich ja natürlich nicht endlos labern will, was das eigentlich alles zu bedeuten hat. Deswegen mache ich das nochmal kurz hier. Also die Kameras sind ja eine wichtige Angelegenheit. Ich gehe mal davon aus, dass ich diese Kameraposition letzten Endes behalten will. In welchem Format das Bild dann später sein wird, ist noch gar nicht die Frage. Aber die Kamera ist ja sozusagen aus dem CAD-Programm, die gefällt mir, aber der Bildausschnitt gefällt mir nicht. Jetzt ist das natürlich schon elend oft beschrieben worden in meinen Büchern und auch sonst wo. Ich will nochmal als Architekturvisualisierer Sie darauf hinweisen, dass Sie sich Gedanken machen sollten über eine gescheite Perspektive, genauso wie wenn Sie fotografieren. Da habe ich schon sehr viel drüber geredet und es ist halt wirklich ein wichtiges Kriterium der Bildqualität, welchen Kameraausschnitt oder welche Kameraposition Sie wählen. Nehmen wir mal an, das ist also jetzt schon mal ideal. Sie können nochmal hier nachschauen, Koordinaten. Da sehen Sie noch ein paar kleine Fehlerchen. Die Aughöhe PY ist im Moment 1,30 Meter. Wir haben hier Zentimetereinheiten stehen, aber trotzdem, also 1,30 Meter so circa. Also ich nehme immer 160. Ja. Also nicht, dass es eine Pflicht ist oder dass es in irgendeiner Norm steht, aber normalerweise hat ein erwachsener Mensch so circa diese Augenhöhe. Es können auch 1,50 Meter sein oder 1,70 Meter. Darauf kommt es nicht an, aber achten Sie mal darauf, dass Sie sowas wählen. Vielen Leuten ist gar nicht klar, wie wichtig das ist, dass die Perspektive irgendeine Position bezieht. Also entweder haben Sie eine richtige Augenhöhe oder Sie sind eben ganz weit oben, weil es eine Vogelperspektive ist, aber Sie sollten nicht irgendwo dazwischen so schwimmen, Sie sollten wissen, was Sie tun. Also 1,60 Meter wäre zum Beispiel eine standardmäßige Möglichkeit. Dann haben wir hier die Winkel. Dieser Winkel ist okay, das ist die Drehung sozusagen dieser Kamera. Die habe ich halt nun mal gewählt, die ist auch in Ordnung. Aber dieser Winkel sollte unbedingt 0 sein, weil damit wird sozusagen die Perspektive geneigt. Und die ist im Moment auch leicht geneigt. Das lag daran, dass in SketchUp das nicht so einfach ist, die Kamera wirklich präzise waagerecht auszurichten. Das macht man mehr so nach Auge. Also stelle ich diesen Winkel zunächst mal auf 0. Ganz wichtig. Ja. So, jetzt ist die Kamera schon mal an sich gut eingerichtet. Ich kann jetzt noch ein paar Sachen ändern. Ich könnte sagen, unter Objekt die Brennweite kann ich verändern. Das heißt, ich kann die Perspektive etwas dramatischer erscheinen lassen. Vielleicht ist mir das irgendwie zu weit weg. Wenn Sie sich mit Brennweiten auskennen, 50 mm ist Standard bei einem Kleinbildformat. Das heißt, wir haben da sozusagen so eine Art biederem Durchschnitt. Es gibt dann die Telebrennweiten, wo dann die Perspektive dazu neigt, noch weniger dramatisch zu werden. Und wir haben die Weitwinkel, wo die Perspektive immer dramatischer wird. Und ich nehme jetzt mal einen Winkel von 28 mm, eine Brennweite von 28 mm und gehe dann aber näher ran, indem ich mit der rechten Maustaste und gedrückter Alt-Taste mich hier ranzoome. So, das kann ich also alles machen. Und jetzt habe ich das Problem, dass mein Augpunkt sich wieder verschoben hat. Ich stelle den wieder auf 1,60. Und jetzt sehe ich mein Haus nicht mehr. So, jetzt haben wir den Salat und jetzt würde jeder Anfänger versuchen, die Kamera so zu neigen, dass er wieder alles sieht. Und das ist genau das, was wir nicht wollen. Das ist hässlich und hilflos und das brauchen wir auch gar nicht zu machen, sondern wir nehmen unter Objekt den Film Offset Y und schon können wir die Perspektive verschieben. Das hätte man früher mit einem Shift-Objektiv gemacht. Sie sehen, dass die Perspektive dieses Hauses sich gar nicht ändert. Sie verschieben sozusagen den unendlich großen Kameraausschnitt, den wir eigentlich haben, so dass es ins Fenster passt. Okay. Sie können auch mit dem Film Offset X arbeiten.
Auch da verändert sich die Perspektive nicht. Und Sie können vor allen Dingen auch mit der Sensorgröße Bildformat arbeiten. Und da wird Ihre Perspektive größer und kleiner, ändert sich aber intern auch nicht. Also Sie haben mit diesen Werten Sensorgröße, Filmoffset X und Y die Möglichkeit, die Perspektive in Ihr Fenster einzupassen, in Ihr Format einzupassen, und es gibt überhaupt keinen Grund, die Kamera schräg zu stellen, damit irgendwas zu sehen ist. Ja, das ist also wirklich sehr, sehr wichtig. So, jetzt gibt es noch die Notwendigkeit, das hatte ich ja eben gesagt, ich möchte mich ranzoomen, ich möchte zum Beispiel beim Rendern möglichst von nahem sehen, wie die Putzfläche aussieht. Das mache ich jetzt so, ich kopiere mir diese Kamera mit gedrückter Command- oder Steuerungstaste, ziehe ich die also weiter hier rein in den Objektmanager und habe jetzt eine Kopie erzeugt, die kann ich auch ruhig aktivieren. Und die nenne ich jetzt Kamera Zoom oder Kamera Putz. Ich erzeuge mir jetzt sozusagen für jede Material Situation eine Zoom-Kamera, die mich genau in der gleichen Perspektive wohlbemerkt an diese Sachen ranzoomt. Und wenn ich sage mit der gleichen Perspektive, dann heißt es, dass ich an all diesen Parametern nichts ändere, auch nicht an den Koordinaten, an gar nichts, außer an dem Sensorgröße Bildformat und Filmoffset X und Y. Ich kann jetzt nämlich, indem ich diesen Wert hier verkleinere, interessanterweise, kann ich mich an das Haus ranzoomen sozusagen. In Wahrheit zoome ich mich gar nicht heran, sondern ich behalte ja meine Perspektive, aber ich vergrößere den Ausschnitt. Ich mache das jetzt noch größer. Verstehen Sie, ich kann sozusagen auf diese Weise etwas von nahem sehen, was weiter, sonst weiter weg liegt. Und ich kann jetzt bei dem Einrichten des Materials für den Putz das Rendern immer starten und kann immer sehr genau sehen, was da passiert. Ich kann mich aber trotzdem darauf verlassen, dass der visuelle Effekt, der durch dieses Material erzeugt wird, verlässlich auch dann erscheint, wenn ich die normale ursprüngliche Kamera einsetze. Ja, das ist also einfach eine sehr schlaue Möglichkeit, die habe ich auch in meinem Buch beschrieben, weil ich die mittlerweile immer einsetze. Ja, also das ist ja eine totale sozusagen, ich sehe das Haus von Weitem, viele kleine Reliefgeschichten im Putz sieht man gar nicht von so weit weg oder man sieht sie schon im Gesamteindruck, aber man hätte sie gerne mal von näher gesehen und dann ist es genauso richtig. Sie können sich jetzt für verschiedene Materialstudien, also auch zum Beispiel beim Eingang, wie sieht der Travertin dann aus, wie sieht das Holz aus und so weiter, können Sie sich dann in noch weitere Kameras einrichten und können sich dann immer auf diese Weise ganz mit per Mausklick sozusagen direkt daran zoomen. So, jetzt bin ich an der Stelle, wo ich auch in meinem V-Ray E-Book bin. Ich höre jetzt mal auf. Das ist nochmal, war mir nochmal wichtig, dass ich Ihnen das sozusagen gesprächsweise darlege, wie Sie ein CAD-Modell importieren, was da die grundsätzlichen Strategien sind, um aufzuräumen, um die Kameras klar zu kriegen und um sich solche Zoom-Kameras einzurichten. Worum geht es eigentlich? Und das wollte ich Ihnen hier zeigen. Es gibt noch einen Schritt, den ich vergessen habe. Es gibt hier im Funktionenmenü die Möglichkeit, unbenutzte Materialien zu löschen. Falls Sie also irgendwann einmal das Gefühl haben, dass Materialien gar nicht mehr gebraucht werden, können Sie hier draufklicken. Und tatsächlich, es werden ein paar gelöscht. Keine Angst, es werden nur die gelöscht, die tatsächlich hier irgendwo vergeben sind. Also nichts Schlimmes. Wie gesagt, ich habe ja jetzt zwei Objekte, die das gleiche Material haben. Das ist natürlich, kann das überhaupt sein? Na egal. Jedenfalls ist es so, dass ich jetzt hier also alle Materialien habe, die ich auch brauche. Ich muss dann natürlich irgendwann das hier austauschen und so weiter. Eine kleine Unsauberheit jetzt noch, aber das soll jetzt keine Rolle spielen. Wichtig ist, dass hier auch immer Ordnung geschaffen wird und dass Sie mit dieser größeren Ordnung auch besser klarkommen. So, das war es jetzt erstmal. Ich höre jetzt mal auf. Das Video ist lang genug geworden und ich hoffe, dass Sie damit was anfangen können. Spätestens, wenn Sie dann damit zu tun haben, CAD-Modelle zu importieren. Sie werden immer irgendwelche Formate haben, die mehr oder weniger gut sind und aber immer irgendein Durcheinander hier verursachen. Es reicht schon bei der Benennung, dass man da wenigstens ein bisschen was macht, dass die Objekte auch sinnvoll heißen und so weiter und so fort. So, jetzt höre ich mal auf. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.